Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Roleplay Skyrim Anniversary Edition. Wir sind hier wieder in Helgen, da hat ja unser Abenteuer begonnen. Und wir suchen jetzt ein bisschen Helgen ab. Wir haben hier noch die zerstörte Taverne und einen Beistelltisch. Ah, mit 6 Gold, oh. Hat jemand wahrscheinlich noch übernachtet oder so? Stiefel. Nee. Stiefel braucht der Drago nicht so. Also, sonst, erkundet haben wir jetzt gerade hier noch nicht. Jo, mir wurde über Telepathie ein paar Tipps gegeben. Ich sollte doch den, also die Beschwörungen, bei Atronach, genau, öfters im Kampf dann wieder herholen, weil man nur einmal levelt oder beziehungsweise Erfahrung bekommt, wenn man ihn beschwört. Also einfach damit wir ein bisschen schnelle Beschwörung leveln, und scheinbar kann man in der Winterfestakademie noch recht gute Zauber lernen dann später. Ich habe ja aber eben auch gesagt, ich möchte jetzt eigentlich Dungeons, weil ich noch eine kleine Pussy bin, naja, die Gegner manchmal noch ein bisschen zu stark sind und der Loot ein bisschen zu wenig ist, einfach noch nicht so Dungeons betreten. Einfach weil ich natürlich auch gerne dann wirklich die Schätze aus den Dungeons looten kann und will, weil die bleiben dann einfach auf Level, weiß nicht was wir sind, falsche Taste, F, da auf. Fertigkeiten, wo ist das Level? Da oben. Wir sind Level 5, also wir müssen jetzt ungefähr Level 40 werden, das ist glaube ich das Maximum Level. Mehr geht nicht in den Dungeons, also die Dungeon Level. Und jo, jetzt haben wir einfach vor, noch kurz zu diesem Necromancer Camp zu gehen. Das müsste eigentlich hier irgendwo in der Nähe sein. So, ja. Eine Ritualstätte ist es, okay, kein Camp. Ja, wow, die Grafik. Ich möchte gerne noch ein bisschen schöner sehen, wenn ihr das versteht, oder? Ein bisschen etwas reinbringen, was die Grafik noch verbessert. Aber, meistens sind sie halt extrem unrealistisch. Es wird kunterbunt dann und so. Wenn ihr Tipps habt, welche Mods denn wirklich auch schön sind und auch mit der Anniversary Edition funktionieren, dann dürft ihr das gerne auch in die Kommentare schreiben. Dann kann die Kommentare schreiben, sind zwar noch wenige, beziehungsweise meistens auch nur einer bei Skyrim zum Beispiel. Aber jo, jetzt momentan ist auch nicht so viel los, weil ich auch nicht gerade so gesund bin, kommen auch nicht so viele Zuschauer immer wieder. So, wir haben hier leider noch eine Festung, die entweder Skelett oder so hat. Oder Banditen. Sieht nach einem Bandit aus. Wir könnten eigentlich schon versuchen, die mal anzugreifen. Ich will ja jetzt auch ein bisschen Action haben. Okay. Der Feuertranach ist jetzt ziemlich stark. So. Wir stecken uns einfach ein bisschen. Nein, es ist niemand. Das ist eine Banditenfestung. Gut. Da kommen sie. Wir stellen einfach ein bisschen aufs Mana noch. Wenn wir ein bisschen wenig Mana haben. Oh, schön. Ja. Die sind wahrscheinlich noch Level 1. Oh. Also immer wieder beschwören. Damit wir auch leveln. Okay, der eine ist tot. Hat nicht so viel Schaden, aber der Feuertranach, der hat irgendwie wenig Leben. Habe ich das Gefühl. Und letztens zum Beispiel beim Mammutkampf, der war ja mega heftig. Ja, Flammen. Stand gehalten wahrscheinlich, hat's geheißen. Ja, irgendwie hab ich so das Gefühl, der Feuerattach ist relativ schwach. Oh Gott. So. Noch ein bisschen. Jetzt. Sehr gut. Da ist noch ein Bogenschütze. Bitte komm mal. Da ist noch ein anderer Bandit. Es sind noch drei scheinbar. Okay. Was machst du jetzt gerade? Tanzen? Nicht surfen.
Ja, wir brauchen einen anderen Zauber noch. Es sind noch zwei. Jetzt beschweren wir einfach hier drinnen nochmals. Feuertranachen. Und, ja, es ist schon intensiv. Ich merke, ich habe jetzt nicht so die Konzentration. Auch wegen der lauten Musik. Irgendwo ist noch ein Bogenschütze. Okay. Da oben war. Ja, da oben. Ich habe ihn gefunden. Aber Feuer danach, bitte, mach mal was. Der ist irgendwie hängen geblieben. Ja gut, wir haben zu wenig Mana. Eine erneute Beschwörung. So. Wir haben ja auch schon gelabelt, dass er weniger kostet, aber er kostet eben noch zu viel. Ja, jetzt machen wir das nächste Level wahrscheinlich wieder auf Beschwörung. Ich muss unbedingt besser werden in Beschwörung. Im Endgame weiß ich nicht, werde ich vielleicht etwas anders dann nehmen. Man kann ja irgendwie auch die Fähigkeiten dann wieder zurücksetzen und dann Legendary oder so machen. Aber das habe ich jetzt bis jetzt eigentlich noch nie geschafft, weil ja, ich habe meistens immer wieder mit Mods und so gespielt und dann gingen die Mods nicht mehr so gut und dann muss ich wieder aufhören. Und ich hatte dann plötzlich nicht mehr so viel Bock zu spielen. Aber ich bin motiviert wie geht nicht mehr. Also, ja, in letzter Zeit ging es mir nicht so gut. Ich hatte ja mehr, so ein bisschen Stressproblem mit meiner Morbus Edison-Krankheit, dass ich den Stress nicht so gut abbauen kann. Und jetzt habe ich es einfach mit viel Tabletten schlucken, also wirklich Drogen, also Tablettensucht eigentlich wieder runtergekriegt. Ich glaube, eine Spitzhacke haben wir schon, aber wir nehmen einfach die mal noch kurz mit und schauen dann. Jetzt wäre es aber alles looten. So, ein 7er Granatring. Ja, unbedingt Heiltränke. Sehr schön. Ein grüner Apfel. Oh, Kupferdiadem mit Onyx. Du trägst schon zu viel. Ja, was nehmen wir alles mit, was nicht? Eine Karotte nehmen wir mit. Gut, du kannst mal etwas Fettes tragen. Ja, wir haben noch keinen Begleiter. Wir müssten mal einen Begleiter. Ich weiß nicht, also Eisenschild brauchen wir zum Beispiel nicht. Leicht tragen. So. Ein Eisenschild ist zu schwer. Aber die Verbände der Eisenrüstung ist halt einfach etwas wert. So. Ja. Wir hätten im Flusswald vielleicht noch etwas verkaufen können. Oh, der hat. Sehr schön. Jetzt ist sicher noch in der Festung irgendwas, aber ich habe irgendwie Lust, jetzt zum Camp zu kommen. Ah, hier oben hat es noch ein paar. Ach so, ja, jetzt okay. Jetzt noch ein paar Banditen gehabt auf der Mauer. Und ich weiß nicht, irgendwie Loot oder so sehe ich jetzt gerade nicht. Also irgendwelche Kisten, so Sachen. Ja, gut. Wo ist denn der? Ist der runtergefahren? Ich denke, die sind runtergefahren. Irgendwie die Sprünge sind manchmal ein bisschen riskant. Nein! Oh. Nicht? Zeit nach der Aufnahme. Jetzt hör auf, stören. Hör jetzt auf, stören! Mein Vater weiß ganz genau, er soll nicht stören, wenn ich aufnehme, aber macht's immer. Wenn ich doch sage, ich will zuerst aufnehmen, dann gehe ich joggen. Muss er nicht wieder fragen nach 5 Minuten? Also bitte. Das ist ein bisschen blöde. Ich bin am Rollenspielen, da darf ich nicht gestört werden. Aber kennt ihr das, Eltern oder so, die einfach immer wieder nachfragen? Ich dachte, ja, ich habe gedacht und so. Hätten sie zuerst zugehört, müssten sie das gar nie fragen. Immer so, immer so. Also vor allem in den Livestreams werde ich manchmal schon oft gestört. Ich bin halt kein Mensch, der die ganze Zeit da ist für jeden. Im Real Life. Dafür bin ich mehr da für die Leute, die online sind. Aber es ist Wahnsinn, wie man einfach immer ständig gestört wird. Meine Schwester die ganze Zeit sagt sie, nein, Katze, du darfst nicht ins Zimmer und so sein. Das wissen die Katzen, aber die wollen trotzdem in mein Zimmer, auch wenn ich aufnehme und alles Mögliche. Dürfen ja auch, aber die Schwester soll die Zimmer zumachen und also die Tür wieder zumachen. Ja, macht sie auch nicht.
so die Richtung. Ist extrem. Einfach wegen dem vielen Rollenspiel, das ich gerne mache, möchte ich eigentlich gar nicht gestört werden. Was ja auch Schweizerdeutsch ist und so. Oh. Irgendvoll. Also ich weiß jetzt nicht genau, wo dieses Lager ist. Hier oben drüber. Okay, den müssen wir außen herum, hä? Also, ich habe immer noch ein Problem mit meinem, ja, in meinem Körper. Ich tue irgendwie schleichen, wo ich rennen möchte. Ja, aber rennen geht auch nicht so gut, okay. Ja, ich habe mir viel Gedanken gemacht, wie der Mod so wird. Und zuerst einmal möchte ich einfach ein paar Dörfer machen, die so sich ein bisschen... Okay. Also das ist nicht mein Leben, das ist das Spiel. Erlösung. Ah, wegen dem Schild habe ich gerade kein Ding. Ich muss ihn erlösen, den Hasen. Tut mir leid, aber so leiden, nicht vorwärts zu kommen, ist schon heftig. Ja, ist richtig gemacht. Sehr gut. Jo, ja, es scheint irgendwie nicht mehr so bugfrei zu sein. Also habe ich das immer so ein bisschen falsch im Kopf. Ist kein wirklich noch so ein bisschen Ancient Bug, ein bisschen diese Physik Engine vor allem macht manchmal Probleme. Ist jetzt schon öfters vorgekommen. Wisst ihr noch Part 2, wo das Brett, dieses Servierteil da, Brett, einfach so herumgeflogen ist und auf einen Stuhl gefallen ist, wo ich draufsetzen wollte, mich, und dann als Dieb abgestempelt wurde. Im dritten Part haben sich ja mehrere Gegenstände so ein bisschen umherbewegt. War richtig cool. Ja, aber das ist jetzt nicht mehr so oft vorgekommen. Eher so Bugs. Ach ja, Kium, okay. Könnten wir das eigentlich jetzt direkt... Jetzt muss ich eben noch mal schauen, ob ich eine zweite Spitzhacke drin habe. Eine kann ich ja dann wegwerfen. Ja, genau. Also eine werfe ich weg und die andere mache ich mit V. Und schlage mit der Hand... genau. So gegen das... So, jetzt sollte eigentlich schneller und besser das mit kommen. Zwei, also ich weiß nicht, ob mit der Hand es einfach länger geht und mehr rauskommen. Aber es sind nur zwei rausgekommen. Okay, egal. Also Zerstörung, Flammen auf links. So. Wenn er rechts steht, er steht. Ist links. Gut, da haben wir noch irgendwelchen Tempel unterirdisch oder so. Ja. Und sonst? Wo ist denn dieses Teil? Hier müsste es sein, okay. Laut Kompass hier ist nichts mehr. Hey. So weit weg, ja, wir sind einfach ringsum, bis wir einen Weg gehabt haben. Okay, es sind aber keine Wehtiere oder so. Irgendwo da unten. Okay. Ja, es ist schon noch manchmal ein bisschen schwer. Also, Gegner, die mitleveln, sind natürlich schwer. Die anderen sind schwach, zum Beispiel Banditen. Und da oben haben wir irgendwie eine Mauer. Das ist dann wahrscheinlich einfach Kyrodil. Ja. Und der Elder Scrolls 4. Oblivion. Okay, da hat es gerade irgendwie nachgeladen. Ja, also hier unten irgendwo. Okay, hier geht's runter. Ah, okay. Da haben wir ein paar Banditen. Okay. Okay, wir haben Level 5 erreicht und Beschwörung. Sind es eine Nein, sind Zombies, okay.
Die haben aber noch gute Haut. Ziemlich gut. Ja, okay, jetzt sieht man es auch besser. Sterbliches Fleisch, eine Alchemie-Zutat. Okay. Sterbliches Fleisch. Alles sterbliches Fleisch. Wo bist du jetzt hier? Okay. Komm mit. Okay, da haben wir ja noch Eisen wahrscheinlich. Ich schwöre einfach nochmal, wenn du hier stehen bleibst. Okay, macht sehr viel Schaden. Gut, sind die nicht ganz so schnell. Oh. Ui. Nein, nicht so blöde. Mann, die KI ist auch nicht gerade so gescheit. Bevor er stirbt, muss ich ihn einfach wieder beleben. Ich glaube, der wird noch gewinnen. Hat aber eben. Okay, ist gerade gestorben oder. Ja, nein. Ist gestorben. Okay. Also jetzt wieder zurück zum Mods. Also ich werde einfach ein paar Dörfer machen, die so in meinem Krieg sind oder so. Ich weiß, jetzt in Skyrim haben wir auch Krieg zwischen den Sturmhändlern und den Kaiserlichen. Aber mir gefällt das jetzt noch nicht so. Also ich wäre schon gerne noch ein bisschen in einem größeren Krieg. Und eben, wir machen eine andere Welt, die ist komplett, vielleicht auf einem anderen Planeten oder so. Ich habe mal gewollt, vor allem in Minecraft und in GTA 5, dass ich einfach eine Real-Life-Welt mache, also wirklich alles mache, aber das wird dann nicht immer so gerne gesehen, wenn ich zum Beispiel Länder dann irgendwie verwüstet sind oder so. Vielleicht kann ich das in einem späteren Projekt dann machen. Jo, wenn ich dann ein bisschen besser bin im Modden. Aber ich möchte einfach so eine realitätsnahe Welt wie möglich machen, die jetzt einfach andere Sachen hat, also auch Magie, aber eher realitätsnahe Magie und so weiter. Wo vielleicht auch ein bisschen anders ist, also ja, wir kennen das in Elder Scrolls, es gibt so verschiedene Zauber, die man aus anderen Spielen eigentlich schon sehr gut kennt. Und ich möchte irgendwie andere Magie machen, also Zombie beschwören, okay, sehr gut. Das heißt, ja, das ist sehr viel, das ist ja auch schwer zu modden. Ich weiß nicht, ob da jemand dann irgendwie helfen kann, nochmals Zombie beschwören, okay. Also vieles mache ich wahrscheinlich dann nicht, weil es einfach zu viel Aufwand ist für einen großen Mod. Okay, jetzt schon wieder. Tagebuch des Totenbeschwörers. Gold 15. Winziger Sehnstein. Zombieschwören zum dritten Mal. Wiederherstellung. Totenbeschwörerstiefel, die nehme ich mal mit. Ich muss irgendwas Schweres jetzt hier liegen lassen. Eisenhelm, hä? Nein, eben nicht. Okay. Ja, wir haben einfach nicht genügend. Ja, wir haben wieder so schlechtes Gewicht, also einen weniger. Einen Hahn. Für was brauchen wir einen Zapfhahn? Also, Hawker, eine Laterne ist halt auch sehr schwer. Genau, und die Bahn. Die Bahn müsste ich dann irgendwo. Ja, wir waren ja erst in diesem Goldhügel oder so. Schauen wir gleich mal, wie das heißt. Ja, Goldhügel. Plantage waren wir. Und haben dort alles mal hingestellt. Ich hoffe, das geht nicht weg, aber das gehört eigentlich jetzt uns. Also, ich hoffe es. Sagt es einfach bitte in die Kommentare, schreibt es in die Kommentare, wenn das nach 30 Tagen dann weggeht. Silber. Ich nehme jetzt mal kein Silber mit. Wenn dann Orchialcium nochmal. Und da gibt es sicher eine Mine. Okay, da ist ein Ding. Jetzt habe ich ein Problem. Ich habe die Flammen nicht. Nein, nicht zweimal Flammen. Nein, nein, nein.
So, komm. Das ist ein Magekrieger, okay. Aua. Hilfe, ich wurde von einer... Ist das eine Spitzhacke oder so? Eine Axt getroffen. Versteckt sich. Und jetzt wurde er geröstet. Okay, ja, nicht so weit runterrutschen. Okay, eine Eisenkriegsaxt. Jo, der hatte nichts bei sich. Und da oben gibt's eine Höhle. Gut. Ja, es ist ein bisschen doof gemacht, dass die Dungeons auf diesem Level bleiben, wo man sie zuerst betritt. Das kann ich dann wahrscheinlich im Mod doch auch ändern. Oder die Dungeons immer auf einem Level haben. Ich möchte mir sowieso der Mod ein bisschen Richtung Ding machen. Gothic 1, 2. Also, dass das Spiel einfach so richtig Gothic 1 und 2 und ein bisschen actiongeladener wird, wie zum Beispiel Path of Exile oder Last Epoch, wo ich ja momentan auch Let's Play. Er ist, also, ja, dass es nicht immer ganz viel schwere, zähe Gegner gibt, sondern eher ein bisschen mehr und ein bisschen schwächer. Also nicht viel schwächer, aber so, dass man natürlich noch überleben kann. Wenn man auch ein bisschen stärker ist, besseres Equip hat und so weiter. Also. Dann sind wir hier fertig. Jetzt müssen wir noch das Buch lesen. Und ja, dann weitergehen. Hä? Okay. Tagebuch des Totenbeschwörers. Die auferstandenen Toten. Dritte Sonnenhöhe. Vierte Ära 201. Einer meiner Schüler hat auf einer Forschungsreise vor kurzem ein uraltes Zauberbuch in einer vergessenen Höhle gefunden. Dieses Buch ist wahrscheinlich erstaunlich. Ich glaube, es handelt von einem Beschwörungszauber, aber noch bin ich nicht sicher. Ich werde einige Zeit brauchen, um das Buch zu entschlüsseln. Aber der Zauber wird für uns von großem Wert sein. 18. Sonnenhöhe, 4. Ära 201. Ich habe die letzten Wochen ununterbrochen an der Entschlüsselung dieses Buches gelesen. Gesessen. Wie ich erwartet hatte, handelt es sich hierbei um einen Beschwörungszauber. Doch die beschworene Kreatur ist von äußerst boshafter Natur. Ich kann es echt nicht gut lesen, das ist viel zu kompliziert geschrieben. Ein Zombie, der nicht zu viel und nicht zu wenig verwesen ist und zu später Stunde erwacht. Ich werde an dieser Stelle jedoch nicht aufhören. Ich möchte einen noch mächtigeren Zauber dieser Art erschaffen. So Molag Bal mein Zeuge ist, werde ich alsbald eine Horde Zombies unter meinem Befehl haben. 15. letzte Saat, 4. Ära 201. Nichts hätte mich auf diese Macht vorbereiten können, die ich im Begriff bin zu beherrschen. All meine Studien und Praktiken führten zu diesem Augenblick. Bald schon werden meine Schüler und ich ein Ritual vollbringen, das man seit Jahrhunderten nicht gesehen hat. Ein Ritual, das eine Armee der Untoten beschwört, die meines jeden Wortes untertan sind. Meine Macht wird in jeder Ecke Himmelsrands widerhallen, und eine Welle der Dunkelheit wird über das Land fegen. Die Zeit ist gekommen, und BOOM, wie ist das hier passiert. Zu viele Zombies, zu wenig gute defensive Magier, beziehungsweise zu wenig starke Totenbeschwörer und ja, die wurden regelrecht zerfetzt. Ja. Okay. Sind Dunkelelf und ein Hochelf. Nochmals ein Hochelf. Okay. Aber eine interessante Story. Und jetzt müssen wir scheinbar. Finde das verborgene Labor. Das ist das andere, die Quest von Goldhügel. Das ist gerade irgendwie ein bisschen am Lecken hier drin im Questmenü. Ja, mit Carlotta müssen wir noch reden, okay. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo das ist. Das ist... Ja, das ist ein bisschen doof. Also wir müssen jetzt sicher in die Akademie zurück.
Ah, hier ist es. Vor allem zu späte Stunde wachsam sein. Wahrscheinlich werden wir in der Nacht dann angegriffen, okay. Also, wir müssen wachsam sein. Gut, ich brauche immer noch mehr Magicka. Ich werde sicher bald auch auf Gesundheit skillen. Sonst vielleicht irgendwann mal auch auf Ausdauer, damit wir mehr tragen können. Genau, ich wollte aber, naja, eigentlich schon wichtig, den Kampf jetzt zuerst zu machen. Aber ich möchte auch gerne ein bisschen Handelsgeschick skillen, damit wir einfach ein bisschen mehr Geld bekommen. Okay, das haben wir auch gemacht. Dann kommen wir hier auf mystische Bindung. Also beschworene Waffen, ich finde das ein bisschen zu kompliziert mit Tastatur und Maus. Hey, diese Länge an, brauche ich eigentlich noch nicht. Ah, genau, das ist wichtig, okay. Atronachen werden wir sicher, vielleicht den Frost-Atronachen, wenn ich den finde, machen. Also wenn es einen Frost-Atronachen gibt, natürlich. Gibt es wahrscheinlich schon, wenn ein Feuer-Atronach beschwörbar ist. Gut, weil der einfach ein bisschen einfriert und wir werden dann einfach Blitzzauber noch verwenden, damit die Magie der Gegner sinkt. Jo. Da haben wir noch einen Knochen, einen Hammer. Okay. Hat ein Zombie einen Hammer getragen? Sind die so intelligent? Wir gehen jetzt einfach hier die Klippe runter. Ist schon so immer wieder am Schaden erleiden. Wieso nicht hier mal ein bisschen die Knochen brechen? So. Also Falkenring, da gehen wir jetzt noch nicht hin. Es müsste irgendwo hier, könnte am See liegen oder so. Also auf der Karte ist es ein bisschen im Wald, also ein bisschen weiter weg vom See, aber schon in der Nähe vom See. Okay. Ja, und wir könnten ein Pferd eigentlich kaufen dann irgendwann. Oder eins vielleicht finden. Es gibt nämlich Wildpferde, ob man die auch zähmen könnte. Vielleicht ist das so. Aber bis jetzt haben wir, glaube ich, noch keins gefunden, oder? Okay, also hier ist wieder Helgen. Hier rechts geht es wahrscheinlich nach Riften dann. Möchte ich ja auch ziemlich bald mal hin, aber. Das ist, glaube ich, noch zu früh. Es könnte dort ein bisschen gefährlicher sein wegen der Diebesgilde. Auf jeden Fall will ich meinen Geldbeutel nicht verlieren. Jawohl. Ist das nur bei mir so? Also es kommt das oft vor. Tschüss. Viel Spaß da oben. Hast einen schönen Schweif. Ah, das ist der Stern von Bethlehem. Klar, es ist ja bald Weihnachten, deshalb schneit es ja auch. Stimmt. Ja, dann ist alles logischer. Ja, komm. Wir sind in einer lustigen Welt, deshalb ist das völlig okay. Ah ja, das Zombie beschwören. Ich habe ja, glaube ich, Zombie schon. Nein, Zombie habe ich, glaube ich, noch nicht. Ich habe Skelett oder so. Skelett Krieger. Nein, etwas Schwäches. Okay, wir haben jetzt Zombie beschwören. Dauert wahrscheinlich einige Zeit. Wir könnten ihn sonst so schon verwenden. Müssen aber noch ein bisschen mehr Mana haben. Ein Beschwörungsbuch. Ein Helm oder so. Irgendwas, was die Beschwörung Robe und Helm, also Haube. Jo. Also wir gehen jetzt mal kurz ein bisschen einen Umweg zum See runter machen. Hier ist eine Hütte, okay. Hallo? Da fehlt die Magie. Ja, sehr schön. Dankeschön. Wieso ist das Spiel bei mir so verbuggt?
Ja, und wo bist du jetzt hergekommen? Oh. Ich habe ein Problem, Magie, ich bin den Bissen. Muss in ein anderes Menü gehen. Jetzt ist sie wieder da. Okay. Wir besitzen nicht genügend Mana. Ja klar, weil der Zauber nicht ging. Ich glaube, ich habe den nicht oberhalb oder so beschworen. Ich muss jetzt mal einen Zaubertrank, also ein Ding, Magikertrank trinken. Sonst habe ich ein Problem, weil anscheinend die auch wirklich Krankheiten haben. Ja, toll. Jetzt. Bitte hilf mir. Okay, hat sie beide sofort getötet. Das ist also nicht so gut gewesen. Jetzt gehen wir einfach runter. Wir schleichen. Okay. Dafür haben wir aber zwei Feueratronachen jetzt. Wieso ist er vorher nicht aufgetaucht oder so? Kann man jetzt zwei beschwören? Oh Gott. Okay, der eine ist tot, der andere bleibt dort oben. Okay. Das ist geil, wir haben zwei. Vielleicht mit dem neuen, der neuen Fähigkeit. Okay, wir müssen vorsichtig sein. Will ja nicht schon wieder sterben. Weil diese Meditation, die kostet mir immer sehr viel Konzentration. Okay, ein Hase. Ein Kaninchen. Hallo? Eine Schatzkarte. Wow. Gleich mal schauen, aber da oben ist irgendwo noch einer gestorben. Hätte natürlich den Loot schon mitnehmen. Ja. Ja, genau. Stand doch dieses Schlachtefisch Zeugs. Nacht über Sentinel. Einhändig. Okay. Machen wir das so, dass ich nicht vorlese, aber ihr dürft gerne pausieren und es lesen. Also die wichtigen Questbücher und so, die werde ich vorlesen natürlich. Und sonst mache ich gerne dann Parts, wo ich nur Bücher lese. Wenn es mal gewollt wird. Aber es ist schon sehr viel Lesen. Also in einem Let's Play, beziehungsweise Rollenspiel Let's Play, ja, ist es vielleicht ein bisschen häufiger und nützlicher. Aber ich finde das immer sehr langweilig, weil ich immer sehr gerne einfach drüber schaue und dann der Let's Player eigentlich nicht gerade so schnell vorwärts macht, sehr lange braucht zum Vorlesen. Bin ich nicht immer so der Fan. Und deshalb mache ich es auch nicht. Aber wenn ihr das wollt, dass es wirklich noch ein bisschen mehr Rollenspiel wird, ist ein bisschen, ja, gestreckter wird das Let's Play oder so, dann dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Aber es ist natürlich auch ziemlich viel Zeitverschwendung oder so. So, wir nehmen die natürlich mit. Das sind Skillbücher, die möchte ich irgendwo in unserem Haus dann haben. Goldhügel. So, Suchspiel. Wo ist jetzt dieser Bandit, der hier von oben oder von der Seite runterkam? Ich glaube, der eine Feuerzeug nach, der bleibt einfach geschworen. Also, der bleibt für immer hier. Der andere wird wahrscheinlich verschwinden, ja. Genau, der haben wir jetzt erst geschworen und der andere nicht. Also, es ist wirklich gerade extremst buggy, habe ich das Gefühl, sorry. Ich habe zwar eben den unoffiziellen Skyrim-Patch drin, aber irgendwie ist die AE-Edition. Anniversary Edition irgendwie recht buggy. Und wo ist jetzt diese Leiche? Hallo? Hier irgendwo? Hier ist ein Bandit, den haben wir aber, also Banditin, haben wir aber schon gelootet, aber es war immer noch ein Bandit irgendwo. Also in Skyrim bin ich manchmal echt lange am Suchen von allem. Ich bin einfach einer, der aus den Hack'n'Slays und so einfach gewöhnt ist, immer alles einzusammeln. Was man braucht oder brauchen könnte mal und so. Und deshalb, ja, dann holen wir einfach diesen Banditen nicht, wenn er sich so versteckt.
Können die nicht leuchten? Das ist so. Das baue ich in meinen Mod ein, dass die irgendwie ein bisschen leuchten. Genau, einfach so ein Licht, so ein Lichtkegel absondern oder so. Genau, das wäre nicht schlecht. Einfach ein farbiges Licht, nicht gerade so ein realistisches Licht. Zum Beispiel Giftgrün. Mann, ey, es ist nicht eine Verarschung, wie man wenig mitnehmen kann. Ja, diese Bänderrüstung ist halt wirklich schon sehr schwer. Ja, wir haben zwei. Sie ist halt sehr viel wert. Lohnt sich die mitzunehmen? Ja, es lohnt sich eigentlich. Nein, es lohnt sich nicht. Ich habe ja Ringe, die viel weniger wert sind. So, es lohnt sich nicht. Sonst hole ich die mir nach dem Part einfach nochmal kurz. Wir sind dann sicher am Ende des Partes noch in der Nähe. Vielleicht ein Flusswald oder so. So, hier geht noch eine Treppe nach oben. Und hier ist der See. Den See wollte ich mir noch anschauen. Ein bisschen um den See gehen. Oder... Hey, was ist denn eigentlich immer heute los? Was? Seit Ben. Ich dachte, das sei kaiserlichen Gebiet. Beschwörung gibt's blöde. Ja, schade, dass ich so viel Mana verbrauche. Ich würde schon gerne mehr kämpfen. Aber jetzt, der wird sicher sterben. Gut, also. Was ist denn das für einer? Der hat einfach einen Mirakelbarsch. Abezianischer Mirakelbarsch. Abezian. Habe ich noch nie gehört in Nieren. Aziatayaceri. Was sind denn da? Da ganz viele Bücher. Das Erwachen der Nord. Der schwarze Pfeilband 1. Histkarpfen. Knochenmehl. Leichte Anfälligkeit für Blitz. Soll man müssen wir mir uns geben? Oder tun das NPCs dann auch trinken irgendwie? Okay. Der andauernden Regeneration, ob es für Magiker, okay. Hatte ich eher für Ausdauer oder so gedacht und für Lebensenergie. Zaubertank der Vitalität, das ist für Ausdauer, okay. Händlerkleidung, Händlerstiefel, nehmen wir auch mal mit. Okay. Wieso hat hier ein Händler uns angegriffen? Eben einfach, weil wir wahrscheinlich zu den Kaiserlichen so langsam gehören. Ja, da will ich natürlich nicht zu den Nords gehen, also in den Nordshäfen der Sturmhändler. Ah, okay, weil hier ist vielleicht eine Talos-Stadt, oder? Ist das Talos? Ja. Schein von Talos, okay. Deshalb hat er wahrscheinlich angegriffen. Gut, ist ja eh nicht so schlimm. Wir sind stärker. Sollen die angreifen, wir werden gewinnen. Auch wenn das immer so plötzlich ist und wir einfach, ja, Zeit brauchen zum Beschwören, haben wir das schon gut geschafft. Pelzrüstung der geringen Zerstörung. Okay, wir können noch tragen. Talmor-Befehle, okay. Zaubertrank der kleinen Heilung. Gut, das könnte wieder eine Quest sein oder so, die Befehle. Aha, den haben wir schon geschaut. Da haben wir noch einen. Okay, Mensch, ein Mensch. Ich möchte irgendwie die Kleidungen und so immer haben. Aber sie wiegen halt auch. Okay. Also eventuell gehe ich auch noch zu gut Goldhügel. Einfach warm Goldhügel. Um ein paar Sachen dort reinzulegen. Aber das muss ich ja nicht euch zeigen. Okay. Hier unten ist scheinbar niemand. Also nichts. Da unten ist irgendwie ein Magier. So, ein Spektralwolf.
ein Schutzgeist. Okay, da sind aber ganz viele Magier. Das ist ein Schwermordnovize. Hey, kämpf doch mal bitte, ja. Wölfe sind schneller. Gut, dann den noch. So, gleich mal mitnehmen. Uiuiui. Ja, die Magiker, die kann man eigentlich entzaubern dann. Ziemlich gut mitzunehmen. Aber so langsam haben wir wirklich viel zu viel Gepäck. Ich bin schon müde. Ah, okay. Wölfe. Gegen Wölfe hat er gekämpft. Sind mir gar nicht so aufgefallen auf dem Boden liegend. Okay, er hat Wölfe angegriffen und ist wahrscheinlich von dieser Ritualstätte geflüchtet. Ich habe sie einfach beim Vorbeigehen gesehen. Wo war die? War irgendwo hier? Hä? Da war doch irgendwo eine Ritualstätte. Das sind, glaube ich. Ah, hier ist sie. Okay. Hinter dem Stein. Hinter dem Felsen. Sehr gut. Also. Was haben wir denn hier? Eine Begräbnisruine? Rune? Urne? Ah, Urne, ja. Okay, Herzfeuer. Ah, Beschwörung, ja. Sehr gut. Okay, dann haben wir heute ja richtig viel über Beschwörung gelernt. Nice. Okay, ein Irrlicht beschwören. Interessant. Eine Horde Orks, okay. Ein Mädchen. Ja, ich überschaue einfach alles ein bisschen, aber ich kann die meisten Wörter gar nicht so richtig entziffern so schnell. Ja, die Schrift ist also so richtig Fantasy-artig. Fällt mir jetzt nicht immer so. Also wenn ich so Bücher auch dann mache, werde ich mal eine andere Schrift, also eine besser lesbare Schrift hinschreiben. Die vielleicht auch nicht gerade so groß ist, dass ja, wir sind zu groß für ein Buch, da hat es ja nur ungefähr so 20 Linien. Ja, weniger 15 oder so. Das ist auch nicht gerade so schön, wenn man immer wieder blättern muss. Ja, und ich warte halt immer noch, dass sich irgendjemand meldet. Ich habe so auf einer Webseite meine Sachen gesagt, die ich modden möchte. Auch Minecraft und Roblox, genau. Und ja, eben. Ich konzentriere mich natürlich auf Skyrim. Aber ich möchte natürlich auch gerne ein paar Mods noch installieren nebenbei. Aber einfach nur Mods, die dann mein Mod nicht irgendwie ja. Stören, oder? Oder dass meine Mods die anderen Mods stören oder so. Also keine Grafikmods oder so. Weil ich ja die Texturen an diese Grafik anpassen muss. Vielleicht kann ich ja dann auch irgendwie so eine Art Texture-Pack oder so machen. Okay, da ist ein Hirsch. Aber ja, die Grafik kann man sicher sogar noch ein bisschen verschönern nebenbei. Ich glaube, es gibt nicht mehr so viele Spiele, die Skyrim nur ein bisschen spielen können auf niedrigster Grafik oder so. Okay, hallo? Ah, ein Fischer. Hallo. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Ja, ich bin ein NPC und habe so einen Standardspruch. Ja, ja. Angelkarte, Falkenring.
Nehmen wir einfach mit. Also, am See und dort, ja, wo wir sind, da rechts, am Fluss. Wie heißt dieser Fluss eigentlich? Weiß, Weißfluss? Keine Angst, ich klaue dich nicht. Ich beklaue dich einfach nicht, okay? Oh, hast aber viel Geld gesammelt, hä? Jetzt mache ich doch noch ein bisschen mehr. Ich brauche viel Ich Geld. jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Ja, Standardspruch. Er hat eine Angel. Der Angler hat eine Angel. Hätte ich niemals gedacht, aber Schnur und Köder. Von Alan Seevogel. Ja, sehr wichtig zu wissen. Ach so, ja. Ja, ein Hallo. Ne? Immer grüßen und beklauen. Sollen wir noch kurz ein bisschen angeln, aber wir haben einfach keinen Platz mehr. Mütter. So, da haben wir noch ein Haus. Gehen wir doch zum Haus, oder? Hier ist das Ölsturz-Hügelgrab. Könnte vielleicht ein bisschen gefährlicher sein beim Haus oder in der Nähe des Hauses. Ich tue auf jeden Fall jetzt mal noch die Arme ein bisschen ausstrecken, die Zauber schon mal kanalisieren. Das ist natürlich wichtig. Und irgendwo hier haben wir noch ein Ding, Nierenwurz gefunden. Ganz am Anfang unserer Reise. Okay. Hallo? Hier. Okay. Ah. Okay. Keine böse Margarine, aber die Anise. Hallo, Anise. Ich bin doch nur eine arme alte Frau, Schätzchen. Ihr müsst euch meinetwegen nicht beunruhigen. Okay, ich beklaue dich jetzt mal nicht. Du bist eine arme alte Frau. Aber sie hat einen Geheimgang. Okay. Das Lied des Alchemisten. Alchemie verbessert auf 23. Oh, da sind wir auch schon ziemlich weit. Okay. Gelbgras. Okay. Gibt's Rot- und Blaugras und Gold. Okay. Gibt's denn das? Okay, ist fertig. Jo. Ein Langbogen, ein beschädigtes Buch, Trankmischelbeutel mit Falkenfedern, Knoblauch, Zauber der geringen Magier. Muss man wirklich Vögel töten für Alchemie? Mit sich irgendwie so Geschwindigkeitszank oder so geben. Interesting. Ja, ziemlich cool, also eine Alchemistin scheinbar. Es Oh, ist und da gibt schwer, es hier irgendwelche draußen Gegner. über die Runden zu kommen, aber ich Da schaffe oben. es. Okay, die kämpfen gegen irgendwas. Beschwörung schon wieder. Sehr schön. So viele Banditen. Oh, da, die Mega-Rüstung. Genau, die kommen auf den Ding Atronachen zu. Und ich tue sie dann. Sehr schön. Okay, falsche Taste. Schnell, töte den Bogenschützen. Da kann ich erreichen. Die sind sehr schwer. Ui. Ja, die haben sich in sich, also. Okay, sogar nochmals ein Verzerr. Das Schwert. Okay. Uiuiui. Ich hatte schon wieder Todesangst. Ey. Ah, auch noch Eisenstrahlkolben der Müdigkeit, klar.
Okay, er wurde noch getroffen. Hätte gedacht, ich müsste nochmal einen beschwören. Ja, die sind nicht gerade so hell, ey. Gut, können wir einfach abhauen als Beschwörer. Aber das war ja heftigst. So, jetzt müssen wir einfach noch den anderen Banditen finden. Und gegen den, was sie gekämpft haben. Wahrscheinlich gegen einen Wolf oder so. Also hier muss irgendwo einer sein. Komisch. Ich hätte schwören können, hier war auch irgendwo noch einer. Es waren sicher vier. Okay. Also hier sind drei. Ja, dann haben wir alle. Gut. Gegen was haben sie denn gekämpft? Gegen ein Nichts. Gegen was haben sie bitte gekämpft, ey? Ich frage mich immer, auch wieso, ja, die immer auch gegen was kämpfen müssen. Der Beschwörer hat gegen was gekämpft. Die anderen waren schon tot, die anderen Beschwörer oben. Irgendwie ist immer etwas los in Skyrim. Ja gut. Also wir haben eine Schatzkarte gefunden. Die tun wir im nächsten Part dann holen. Und wir gehen noch das Nirnwurz holen. Gut, dann Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Tschüss.